Kann mich jemand bitte aufwecken oder ist es wahr? Du nervst ihn schon seit über einem Jahr. Stündest du direkt vor mir, würde ich dir ins Gesicht schlagen. Denn es gibt so vieles, das wollte ich dir hier mal sagen. Geh aus meinem Leben, du kleines Stück Scheiße, bevor ich dich zerreiße und in den Müll schmeiße. Verpiss dich, warum kannst du nicht einfach gehen? Ich will wieder in die Schule und meine Freunde sehen. Fick dich, Corona, ich will dir eine Klatsche geben. Steck mich bloß nicht an, denn das hier ist mein Leben. Ich sag es, wie es ist, meine Jugend ist im Arsch. Hast uns so viel kaputt gemacht, du bringst uns um den Schlaf. Wie lange bist du noch hier und was ist dein nächstes Ziel? Ich habe keine Angst vor dir, doch mir wird zu viel. Hast du etwa kein Zuhause, kannst du dich nicht verpissen? Solange du hier bleibst, werden wir dich weiter dissen. Wir haben Tränen geweint, nimm das alles denn kein Ende. Ich höre nur noch Maske tragen, wascht eure Hände. Verschwinde mal in ein anderes Universum. Kehre nicht zurück und häng woanders rum. Trägst deine Krone, aber bist kein König. Ich geh nicht auf die Knie, ich bin dir nicht hörig. Du bist wie ein Mörder, wie ein Serienkiller. Ich besiege dich in diesem Psycho-Thriller. Nimm das, jetzt kommt das Ende der Show. Wir haben satt, Corona, wir sagen no. Nimm das, hier ist das Ende der Show. Jam leider Kids in Stereo. Wegen dir ist das Leben jetzt härter. Doch du darfst nicht vergessen, du machst uns auch stärker. Ich habe gelernt, nicht einfach alles anzufassen. Das Geld zu sparen und nicht gleich zu verprassen. Außerdem bin ich jetzt viel öfter draußen. Mache mehr Sport, ohne zu verschnaufen. Ich habe erkannt, dass jeder Mensch gleich ist. Kenne alle Cheats für GTA, bin der Protagonist. Ich kann jetzt echt gut mit meinem iPad umgehen und habe angefangen, joggen zu gehen. Es ist eigentlich ganz gut, auch mal Abstand zu halten. Hände waschen, drin bleiben, zum Schutz der Alten.